Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFLP hier, euer Ding am Start. Letztes Mal haben wir dem Doktor und Grunt geholfen. Und jetzt wir waren auf T'Chanka. Das ist eine richtige Höhle, ey. Das ist ein richtiger Scheißladen. Und wir gehen jetzt Garrus helfen. Weil er hier gleich nebenan ist, der Pisser. Wir müssen auf die Citadel. Well, well, well. Of course. Ey, das haben wir schon tausendmal gesehen. Okay, wir haben es einmal gesehen, glaube ich, aber egal. Fuck it. Wir müssen es nicht zehnmal angucken. Ah, Citadello, die Assassini. Ah, Assassin's Creed. Kommt auch bald wieder ein neues. Wir nehmen Garrus, nehmen ihn einfach mal mit. Und wir nehmen die Alte. Ich weiß nicht, die macht einfach so viel Damage, ist unglaublich. Zwei Pünktchen. YOLO, YOLO. Oh, 12 Punkte. Fuck it. Yo, wir sind da, Bitches. What's up? Fate finden. Fate in der Nähe der Neonmärkte. Wo sind die Neonmärkte? Fate gefunden, Shepard. Das wäre vielleicht ein guter Anfang für die Suche. Okay. Was hat er jetzt gerade gesagt? Wo sollen wir hingehen? Ich gehe mal zum Lagerhaus. Ich glaube, das war irgendwas mit Lagerhaus. What the fuck? Lass mich durch, du Stück Scheiße. Ich schwöre bei Gott, ich habe nichts angefasst. Ausschalten. Was? Glauben Sie ernsthaft? Ja, okay. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Sir. Unsere Scanner zeigen falsche Werte an. Sie scheinen zu glauben, sie wären tot. Ich war nur fast tot. Aber versuchen Sie mal, das auf Regierungsformularen zum Ankreuzen zu finden. Hey, wir müssen das für Sie in Ordnung bringen. Warum reden Sie nicht mit meinem Captain? Er steht direkt hinter den Scannern, auf der rechten Seite. Sie müssen ihn schon ein bisschen zum Schreien. Ja? Ich sehe das Problem schon, Commander Shepard. Meine Konsole behauptet, Sie wären tot. Es soll alles so bleiben. Anonymität ist bei meiner aktuellen Mission sehr hilfreich. Wir sehen richtig dämonisch aus. Sie sind ein verdammter Held. Wir müssen uns ja wohl keine Sorgen darum machen, dass Sie Waffen schmuggeln oder sowas. Quatsch. Doch nicht. Ich gebe lediglich eine Blockierung ins System ein. Offiziell existieren Sie noch immer nicht, aber an den Sicherheitskontrollpunkten werden Sie trotzdem nicht aufgehalten. Sie sollten trotzdem mal rauf ins Präsidium gehen. Der Rat wäre bestimmt daran interessiert, dass einer seiner verschollenen Spectres noch am Leben ist. Keiner hat sich die Mühe gemacht, meinen Tod zu bestätigen. Und genauso versessen bin ich darauf, Sie davon zu informieren, dass ich noch lebe. In Ordnung. Aber falls Sie Freunde im Präsidiumsturm haben, würden die sicher gern erfahren, dass es Ihnen gut geht. Sie und Ratsherr Anderson sollen ja ziemlich eng befreundet gewesen sein. Anderson! Brauchen Sie sonst noch was? Oder kann ich wieder zurück an meine Arbeit? Oh. Ah, da. Ich suche hier einen Fälscher. Er ist bekannt unter dem Namen Fate. Ja, den kenne ich. Zumindest diesen Namen. Seit einem Jahr ist er dem Netzwerk ein Dorn im Auge. Er arbeitet für die Blue Suns. Wo finden wir ihn? Wenn ich das wüsste, wäre er längst in einer Zelle. Ich kann Ihnen nur eine erste Spur nennen. Auf dem Marktplatz gibt es ein Lagerhaus. Dort arbeiten einige von Fates Kontakten. Den könnten Sie ein paar Fragen stellen. Auf jeden Fall. Behutsam, versteht sich. Ich muss jetzt gehen. Sagen okay, Lagerhaus, Bitches. Lagerhaus ist links. Ebene 27. Grüß. I guess wir müssen runter. Wir möchten keine galaktischen Nachrichten hören.
möchten einfach nur Tod und Zerstörung bringen. Hiroshimas! Diese Tut mir leid, ich versuche hier gerade eine Aussage aufzunehmen. Die Sache ist doch völlig klar. Sie hat meine Kreditkarte gestohlen. Verhaften Sie sie. Hab ich nicht. Nur weil ich Quarianerin bin? Seien Sie jetzt bitte ruhig und holen Sie mal tief Luft. Sie verhöhnen mich, Erdenclan. Nur weil der... Ich habe mich schlecht ausgedrückt, Sir. Ich bitte um Entschuldigung. Mal sehen, ob ich rausfinden kann, was passiert ist. Sir, das ist eine Angelegenheit der C-Sicherheit. Wir tun alles, was wir... Alles, was wir können, um die Sache aufzuklären. Boah, Alter, ist immer schon wieder Streitschlichter. Sollten Sie die Karte finden, informieren Sie bitte einen Officer. Gehen wir. Seien Sie vorsichtig. Scheiß drauf. Hier müsste es sein. Mir wurden eine Rückerstattung und ein Umtausch zugesichert. Wie, hier müsste es sein. Hier ist das eine, das Lager. Ach, tatsächlich, hier ist das Lager aus, Leute. So crazy. What's up, Lady? What's up, Bitches? Fate? Sie sehen ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Der Schein kann trügen. Also. Wer von Ihnen würde gerne von der Bildfläche verschwinden? Mir wäre es lieber, wenn Sie jemanden wieder zum Vorschein bringen könnten. Ah. Diese Dienstleistung haben wir nicht im Programm. Machen Sie eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Verdammt! Schnell! Erschieß sie! Erschieß sie! Zu langsam. Wozu mache ich mir überhaupt die Mühe? Wir suchen einen Ihrer Klienten und würden vorschlagen, dass Sie kooperieren. Moment. Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner. Das ist Fate. Ich wusste es. Dann sollten Sie uns jetzt sagen, wo wir ihn finden. Ja, natürlich. Er ist im Industriegebiet. In der alten provisorischen Gießerei. Ich weiß, wo das ist. Ich nicht. Er hat da jede Menge Söldner. Blue Suns. Harkin glaubt, dass sie ihn beschützen. Harkin? Wer zum Teufel ist Harkin? Er gehört zur C-Sicherheit. Harkin, Alter. Gearbeitet. Der hat einen Haken am Kopf. C-Sicherheit hat ihn vor einiger Zeit gefeuert. Aber er kennt natürlich das System. Natürlich kennt er das System. Jeder kennt das System, außer wir. Bevor wir uns um die Lohnes kümmern können. Nun, dann werden wir Harkin mal einen Besuch abstatten. Of course. Wir müssen zur Transitstation. Von dort kann ich uns zu ihm bringen. Dann kann ich... Also gehen? Sicher. Nein. Aber wenn wir Harkin nicht finden, kommen wir wieder zu Ihnen. Oh. Gut. Wow, wo kann man sich denn ein Taxi rufen? What the fuck? Gibt's hier sowas wie eine Taxistation? Transit, komm, sind die Darkstar Launch, Transit. Ich glaube, Transit ist das Ding. Damit können wir uns von A nach B bewegen. Ich habe lange für diese Rückerstattung oder? Kämpfen müssen. Rapid Transit. Ich habe ihre Hand in meiner Tasche gespürt. Mutter gespürt. War meine Kreditkarte weg. Krass. Wo wir überall hingehen können. Viel zu viel. Zitadel ist viel zu riesig. Bitch, please. Let's do this, guys. Let's get going. Das Taxi ist schon wieder rot. Waren die nicht mal gelb?
What's up, Bitches? Da ist er. Shepard? Steht nicht rum! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Laufen Sie ruhig davon, Harkin. Wir finden Sie schon. Achtung! Jawohl! Ah, plus Sans sind Menschen. Das heißt, wir nehmen die 5. Leben die noch? Oh ja, dann nehmen wir einen. Oh, ich hatte es einen Aufzug. Abfall. Im Abfall sind immer 600 Credits. Why the fuck not? Wo müssen wir hin? Ich bin verwirrt. Oh, ich versuche, die Container sind nicht gut. Ping. Das müsste sie ausbremsen. Das ist so richtig. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. So, den da oben würde ich gerne haben. Schön im Kopf drin. Ah, hallo. Was Unterstützung, Lan? 1 gegen 1, Bitches. Ich sterbe! What the fuck? Oh, wir sind fast gestorben. Fun safe bei ein paar Credits. Natürlich. Das und das. 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 Easy. Was gibt's? Geld oder Upgrades? Geld oder Upgrades? Geld. Geld. It's all about the money, money, money. Ey, Container und Shit. Suchen. Tot. Hat er dich hier gerade abgesetzt? Frech. Überaus frech. Sicherlich hat es wehgetan. Sicher. Was denn auch sonst? Muss man so viel hacken? Das gibt's nicht. Warum muss man hier so viel hacken? Man? Ist doch alles hier frei zugänglich, oder nicht? Boah, ich hacke gerade, Mann. So. Hier die Schaltkreise ab. Oh, Credits gab's. Okay, was gibt's hier schon wieder? Machen wir auch. Dann hacken wir halt, wenn die hier rumschießen. Ich glaube, wir werden abgeschossen. Das ist nice. Haben ah, Leute. Scheiße, da drin gibt's eh noch Credits, von daher. Okay. Super Schuss. Ist auch noch gegangen. Sehr gut, Leute. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Wir brauchen das. Wo war jetzt diese Energiezelle? Ja, sehr gut. Das brauchen wir auch. Laptop hacken, of course, of course. Wir brauchen Geld. We are in need of money. Ich meinte das zu nehmen, aber okay. Wo ist ein wenig lila? Hier und orange mit einem dicken Space.
Tight shit, bitches. Tight fucking shit. Credits. Sehr gut. Grüße. Da kommt jemand. Leute, schießen, töten. Ein Commander. Gehe auf Tauchstation. Hat jemand Feuer? Ja, ich. Ho. Verdammt. Kurze, präzise Salven, Jungs. Schwerer Mech über uns. Oh nee, what the fuck. Oh fuck. Shoot assholes. Jetzt siehst du mich. Jetzt siehst du mich, Mama. Er hat ihm gut einen mitgegeben, muss ich sagen. Shepard kann richtig weit werfen auch. Ah, Feuer, wir brauchen Feuer, Guys. Oh, ich dachte, der explodiert so nice, so wie er sonst immer explodiert. So. Ja, das dachte ich mir erst. Aber leider, leider. Nein, scheiße, ich habe keinen Bock, das zu umgehen. Da gibt es eben das Geld. Haken, was geht? Was hast du vor, Bros? Immer Boski. Ein Safe, den wollen wir umgehen. So, jetzt haben wir alle Schaltkreise wieder kurz geschlossen und haben uns 2100 Credits gegeiert. Ah, eine gefälschte ID, nice. Sie haben mit Haken bei der C-Sicherheit zusammengearbeitet? Ja, er war früher auch schon eine ziemliche Nervensäge. Aber ich bin nicht in Stimmung für seine Spielchen. Wenn er nicht kooperiert, werde ich ihn halb tot prügeln. Es ist sinnlos, ihm zu viel Zeit zur Vorbereitung zu geben. Los! Direkt hinter Ihnen. Okay. Hä? Terminal! Ich grüße dich. Weiß, orange, blau. Da. Das nehme ich mit. Oh, sehr schön. Sowas finde ich immer toll. Ich habe die Scanner des Lagerhauses angezapft. Die Kisten in den Frachtschiffen über ihnen explodieren, wenn man sie fallen lässt. Gut zu wissen. Warum kehren Sie nicht einfach um? Ja. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Wir arbeiten uns langsam nach vorne. Er ist tot. Warum ist er gestorben? Kopfschuss in the morning. So persistent. Wo sind die Gegner? Zwei schwere Mechs im Anmarsch. Oh ne, zwei.
2 könnte problematisch werden. Ach, was problematisch? Shepard ist ein Mann oder eine Maus? Oh, get wrecked! Leben, beide bitte! Kann der mal... Oh, ist schon gestorben, was? Keine Muni mehr. Oh! Oh yes, bitches, what's up, niggas? Get wrecked. Get wrecked! Pew! Oh Leute. Feinde! Schon wieder. Fuck. Boah, der ist hier weggeflogen. Sie werden es niemals schaffen. Und die Tür offen lassen. Macht Sinn. Macht goddamn motherfucking Sinn. Sie waren nah dran, aber nicht nah genug. So, Fade. Das mit dem Verschwinden hat nicht geklappt, was? Kommen Sie schon, Garrus. Das kriegen wir doch hin. Was brauchen Sie? Ich suche jemanden. Sieht aus, als hätte jeder von uns etwas, das der andere will. Wir bitten Sie nicht um einen Gefallen, Harkin. Lass sie nicht sagen. Sie haben beim Verschwinden eines Freundes von mir mitgeholfen. Ich muss ihn finden. Ich brauche schon etwas mehr Informationen als das. Sein Name war Sidonis. Sidonis Alcura, Toriana aus... Ich weiß, wen Sie meinen, und ich werde gar nichts sagen. Harkin, das muss überhaupt nicht schwierig werden. Scheiß auf Sie. Ich gebe keine Informationen über Klienten weiter. Ist schlecht fürs Geschäft. Wissen Sie, was noch schlecht fürs Geschäft ist? Ein gebrochenes Genick. Okay, okay. Nehmen Sie den Fuß weg. Deshalb du, Bitches. Terminus hat Sie völlig verändert, was, Garrus? Nein, aber Sidonis hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt arrangieren Sie ein Treffen. Ich gehe. That's nice. Ja, ich bin's. Es könnte sein, dass Ihre wahre Identität aufgeflogen ist. Deshalb rufe ich an. Ich schicke einen Agenten. Wo wollen Sie ihn treffen? In Ordnung. Er wird dort sein. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Alles in Ordnung. Er will Sie vor der Orbital Lounge treffen. Mittags. Wenn wir fertig sind, würde ich gerne gehen. Wohl kaum. Sie sind jetzt ein Verbrecher, Harkin. Heißt das, Sie wollen mich jetzt einfach töten? Das ist nicht Ihr Stil, Garrus. Sie töten? Nein. Aber ich werde Ihr Tempo ein wenig bremsen. Und C sicher wird eine Blutspur geben, der Sie folgen kann.
Bastard! Sie kommen sehr leicht davon, Haken. That's Was nice. Habe ich Ihnen je getan? Wenn Sidonis nicht dort ist, komme ich zurück und bringe es zu Ende. That's right. Alles klar? Dann, in der nächsten Folge werden wir Sidonis, den alten Sünder, uns holen. Mal gucken, was wir Haken ist eine sehen. Verdammte Bedrohung. Wir hätten ihn nicht einfach gehen lassen sollen. Er hätte eine Strafe verdient. Ich mache mir langsam Sorgen um Sie, Garrus. Sie waren bei Haken ziemlich gnadenlos. Glauben Voll Sie gut. nicht, dass er es verdient hat? Klar. Das passt einfach nicht zu Ihnen. Was wollen Sie von mir, Shepard? Was würden Sie tun, wenn Sie jemand verrät? Ich werde es nicht wieder erwähnen. Ich weiß das zu schätzen. Ich muss mich vorbereiten. Okay, können wir jetzt nicht in der Gegend schauen. Von da drüben habe ich ein gutes Schussfeld. Alles klar. Ich soll ihn einfach nur in die richtige Position bringen? Im Prinzip schon. Reden Sie eine Minute lang mit ihm. Sobald ich ihn im Visier habe, sage ich Ihnen Bescheid. Ja, die Fotze chillt auch noch dahin. Geben Sie mir ein Signal, wenn Sie bereit sind. Dann schieße ich. Sie gehen besser. Er wird bald hier sein. Wow, what the fuck? Weil man war alles so wie. Ich dachte, du machst es mit der Sniper. Ah, macht er auch. Shepard, können Sie mich hören? Klar und deutlich. Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Oh, können wir irgendwie Pause machen? Bringen wir es hinter uns. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Ich kann nicht zur Seite treten. Es wird nicht lange dauern. Gehören Sie zu Harkins Leuten? Ich erinnere mich nicht, Sie schon mal gesehen zu haben. Setzen Sie mich da drüben ab. Hab gehört, Haken sei einer der Besten. Sollte nicht nochmal vorkommen. Das wird es nicht. Keine Sorge. Was? Oh, Scheiße. Verrat bestraft, Sidonis. Easy peasy. Ich dachte, wir müssen hier noch richtig fett irgendwas machen, aber... Hey, die Mission, die zieht sich einfach noch. Ich dachte, wir sind schon seit 10 Minuten das fertig. Einfach. Einfach und sauber. Gute Arbeit. Easy peasy. Danke für Ihre Hilfe, Chef. Kein Ding. Gehen wir. Ich muss weg von diesem Ort. Hau rein. Ich bin gleich bei Ihnen. Ah, schön. Wir haben es geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge checken wir unsere neuen Waffen-Upgrades ab und gucken, was wir als nächstes machen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.